Ja, willkommen zurück und wir wollten jetzt hier uns mit der Alten da unterhalten, beziehungsweise sie befreien hier aus ihrer prekären Lage. Okay, ich Beziehungsweise zieh wir mein versuchen es Fenster mal. hin. So geht das nicht. Drücken Sie, ich ziehe. Wie soll sie denn drücken? Die hängt doch da fest. Das geht Nein, nicht. nein! Nein, das funktioniert nicht! Nein! Nein, nein! Soll doch der Sohn der Fettsack da mal mithelfen? Wir zartes Persönchen müssen da jetzt hier wieder alles machen. Lady! Hilfe! Jetzt aber mit der Mistgabel. Jetzt müssen wir uns hier wieder, genau, jetzt müssen wir das Ding hier rüberholen. Halt doch die Fresse da! Ich mach doch schon. Jo. Mit dem Flaschenzug. So, und nu? Können wir das jetzt so direkt machen, oder? Ich muss. Halt doch den Sabbel, Mann. Oh, hey, passen Sie auf damit, wie Sie das Ding dahin tun. Hör mal, du alte Vettel, wie wär's, wenn ich einfach Oh, nein, gehe? nein, nein, nein. Alter Vettel, Bin schon jawohl, gib sie, still. ey. Tun Sie, was Sie wollen. Na, geht doch. Holen Sie mich raus. Das ist Adrian. Da wird erstmal verbal Nur zurückgeschlagen. vorsichtig. Oh, passen Sie auf mit dem Ding da. Ich versuch's. Jo, hak ein da. Oh, das Hund tut so weh. Sabbel, zieh Jammer vorsichtig nicht am rum, du alter den Hund an ihn Heulboje. dran. Jo, der fette Dänemark Vorsichtig, zieht Cyrus. jetzt. Jetzt macht er sich endlich auch mal nützlich. Vorsicht. Vorsichtig, Cyrus. Okay, stopp, stopp. Da reißt die gute Jacke. Oh, meine neuen Hosen. Nagel hat sie von oben bis unten aufgerissen. Oh, die gute Designerjacke und Hose. Cyrus, du Rindvieh, ist alles deine Schuld. Genau. Ja, Cyrus ich der möchte Depp. mich für die Rettung bedanken. Kein Problem. Na geht doch. Ja, ich heiße Harriet. Harriet Hackaday. Da unten ist mein Sohn Cyrus. Ich schwöre, der Junge macht wirklich alles falsch. Verdammt, der wird noch seinen Kopf vergessen, wenn er nicht angewachsen wäre. Cyrus, wart nur ab, bis ich dich in die Finger krieg. Warum ist er wahrscheinlich so Depp, weil sie ihn aber fertig macht? Los, runter da mit deinem fetten Arsch. So. Lady, ich und Cyrus, wir möchten uns entschuldigen für die Probleme, die wir gemacht haben. Stimmt's, Cyrus? Stimmt's, Cyrus? Ja. Sie müssen sich nicht entschuldigen, Harriet. Unfälle passieren eben. Aber trotzdem, Sie und Ihr Sohn werden gehen müssen. Das ist Privatbesitz. Ja, also ich habe drüber nachgedacht. Ihren Besitz und alles. Es gibt einfach keinen Weg drumherum. Sie brauchen uns. Ja, sicher, Wie? wofür denn? Ja, Mann. Wie passen Sie und Ihr Mann denn auf die Ecke hier auf, ganz alleine, ha? Ja, ich gebe es nicht gern zu, aber. Also, jetzt schauen Sie mal meinen Sohn an hier. Der ist stark wie ein Ochse. Er kann draußen jede Arbeit Ja, machen. Und alles am ich Arm kann ihm und nichts im aushelfen. Kopf. Ich bin eine hervorragende Haushilfe. Ja, das sehe ich. Na, was ist denn jetzt, ha? Also. Na, wir wollen kein Geld, nur ein Dach über dem Kopf. Ach, na, was ist? Boah, im Lassen Sie uns nicht Ohr. hier draußen hängen. Wo sollen wir denn sonst hin? Okay, gewonnen.
Weil ihr seid... Sie können morgen mit der Arbeit anfangen. Kommen Sie morgen früh zum Haus. Oh, yippie! Wir haben Arbeit, Cyrus. Hast du es gehört? Da freuen Sie sich. Oh, wie heißen Sie, Lady? Adrian. Adrian Delaney. Mein Mann ist Tom Gordon. Oh, er freut sich, kennenzulernen, Adrian. Was tun Sie? Ich kann weissagen. Ich lese aus der Hand. Darf ich? Ich glaube nicht. Oh, lassen Sie mich doch mal. Na, was entdeckt sie da jetzt? Für böse Sachen. Das ist seltsam. Sehen Sie die Lebenslinie? Ja. Sie ist lang. Sie ist sehr lang. Das ist gut. Aber da ist diese komische Linie, die sie in der Mitte kreuzt. Was das wohl heißt? Ja, was heißt das wohl? Vergessen Sie es. Das heißt nichts. Keine Faxen jetzt. Komm, wir machen Essen. Jo, mach das mal. Gut. Können wir mit dir noch irgendwas labern jetzt? So, das ist also Ihr Heim, ha? Huh? Ja, alles genau so, wie ich es mag. Ja, sieht wirklich heimelig aus. Ja, sehr gemütlich da vor dem Lernkamin im Stall. Kann mir auch nichts Schöneres vorstellen. Was gibt's heute zu Abend, Cyrus? Du meinst Abendessen? Truthahn ja, in der Reihen wahrscheinlich. Abendessen. Der schlürft das Ding direkt wie aus. Wie wenn man Hase macht. Oh. Oder soll das ein Hase sein? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ein guter Jäger. Ich habe mit den bloßen Händen getötet. Das sieht der ähnlich. Das ist gut. Adrian ist sichtlich beeindruckt von seinen Jagdskills. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder rein. Würde ich sagen. Gucken wir vielleicht nochmal, was Don macht, damit wir wieder angemault werden. Mal schauen. Ja, mal gucken. Jetzt kriegen wir wieder einer von Latz. Wenn er überhaupt antwortet. Don? Don will wohl nicht. Ich probier's nochmal. Okay, da kommt nun wieder die gleiche Animation. Don? Oder der ist wieder oben am Pennen. Gucken wir da nochmal nach. Tür ist immer noch zu. Da müssen wir auch nochmal schauen, wie wir da irgendwie reinkommen. Die war ja von innen verschlossen. Oh oh. Da ist ein Clou. Wir hören Babygeschrei. Das war wohl das Spielzimmer. Uiuiui. Carrie, oh! What the fuck's happening? Blacks and bays, dapples and grays. Oh oh. Schnell weg da. Ja, mit dieser schaurigen Abschlussszene werde ich die Episode abschließen. Also bis gleich.